Dieses letzte Wort hat am heutigen Abend Markus Gerstmann vom Jugendinfobüro aus Bremen, der hier gleich einen Vortrag halten wird zum Thema Hilfe, mein Kind sieht nur noch YouTube. Markus Gerstmann hat sich selber mal als Rolling Stone der Medienpädagogik dargestellt, als ich ihn nämlich fragte, ob er ein Urgestein sei. Und der Rolling Stone ist dauerhaft unterwegs, kommt gerade aus Polen, hat es gerade hierhin geschafft. Markus, schön, dass du da bist. Hat sich eigentlich dein Medienverhalten durch die neuen Medien, durch YouTube stark verändert? Ja klar, ich bin total entspannt, weil ich weiß, es liegt irgendwo bei YouTube. Ich kann es jederzeit gucken. Ich finde das wunderbar. Ich habe Sachen verpasst, weil ich jetzt ja im Ausland war. Die gucke ich alles morgen Abend, wenn ich zu Hause bin, nach. Und es ist relaxed. Also es sind ja so viele tolle Sachen im Fernsehen gewesen oder was ich sehen möchte. Heute Abend kann ich nicht Böhmermann gucken. Das gucke ich morgen in der Mediathek. Es ist alles da und das entspannt. Das heißt, du hast ab morgen frei, 2-3 Tage. Genau, ich habe ein schönes Wochenende morgen, ganz frei. Und das ist, bevor ich wieder nächstes Wochenende oft großer Konferenz bin, ja. Okay. Markus, wie sieht das bei den Jugendlichen aus? Was konkret macht bei denen der Medienkonsumwandel eigentlich aus? Es ist alles vorhanden, das ist das Schöne. Und ich kann es jederzeit und überall benutzen und das macht doch einfach Spaß. Ich werde das einfach gleich auch in meinem Vortrag vergleichen. Das ist so ähnlich wie unser alter Traum von uns Erwachsenen, einmal im Kaufhaus zu übernachten. Ich kann alles ausprobieren und ja, ich will einfach auch alles ausprobieren, bin völlig hektisch und mache alles und will alles so schnell wie möglich sehen. Und da sind irgendwo Erwachsene, die mahnen, das geht nicht, genieße es doch mal. Das ist ein altes Thema und das ist bei YouTube auch so, da ist so viel drin und das muss ich mal sehen. Ich kann es aber leider nicht leer gucken. Markus, Hilfe, mein Kind schaut nur noch YouTube. Was hilft, was rätst du den Eltern, was hilft nicht? Ach, erstmal sage ich, gelassen bleiben, mitgucken. Spaß haben, sich erfreuen an den Gesprächsangeboten, wenn die Kinder mit den Geräten in die Küche kommen, Mama, Papa, guck mal, dann mitzugucken, dann das Gesprächsangebot anzunehmen. Es muss nicht verstanden werden. Meine Eltern haben Tom und Jerry auch nicht verstanden, aber die Kinder gucken sich eben wilde Sachen an, das ist schön. Heißt aber nicht, dass ich dann das einfach laissez-faire behandle, sondern es geht ja darum, auch natürlich Grenzen zu setzen, sagen, das finde ich nicht gut, oder das ist zu viel und so weiter. Das gehört dazu, dass man Grenzen setzt. Und was ich noch empfehle, ist, wenn die Kinder einen Film machen wollen, sie auch machen zu lassen, weil das ist Wahnsinn. Ein Film nur aufzunehmen, ist relativ einfach. Aber ihn dann zu schneiden, ein gutes Licht, einen guten Ton zu haben, das ist Expertenwissen. Und das sollten die Kinder ausprobieren. Und dann sieht man nämlich, wer dranbleibt, wer wirklich Ehrgeiz an dem Thema hat. Und Eltern sind die Endabnehmer von dem Video, wenn sie relativ jung sind. Und die sagen, okay, das darf ins Netz. Herzlichen Dank bis hierhin, Markus Gerstmann. Jetzt heißt unser Format ja hier heute das letzte Wort. Und du hast die Ehre, unsere Vortragsreihe zu beschließen. Dein letztes Wort wird das letzte dieses Formates sein. Ja, einfach entspannt sein. Die Medien gehen, die Medien kommen, jugendliche Phänomene kommen und gehen. Spaß haben an den Sachen, aber trotzdem auch mal sagen, es reicht. Markus Gerstmann, danke. Freue mich auf den Vortrag. Gerne. Tschüss.